du so viel an mich denkst, aber hier müssen wir das Fundament wieder wegtun. Denn hier soll kein Fundament her. So, bitte. Danke. Und hier soll dann die Mauer hin, weil hier ist ja auch die Mauer. Ist ja. Die Mauer muss weg. Die haben ja die Mauer vom Laden. Okay. Ich gehe einfach mal in der Zeit runter und wir bauen einfach mal hier einen Ticken Fundament weiter. Wir bauen einfach mal so ein gutes Stückchen weiter. Aber nicht da dran, weil das ist das Lager, sondern so dran, dass unsere Wand bestehen bleibt. Dann gehen wir auch gleich auf Personaltüren. Ja, hier schon mal eine her und da eine her, weil die sollen ja da reinkommen. Irgendwie sollen sie schon da reinkommen. Wie machen wir unseren Laden dann im Boden eigentlich? Mal so eine Frage in den Raum gestellt. Wie machen wir den? So, auf jeden Fall, wir bauen das hier schön auf. Ich suche mal nach Böden. Laminat und Fliesen? Ja, können wir auch machen. Laminat zählt ja hier auch was, Fliese, Bodenfliesen. Vielleicht ist ja hier einfach nur ja kein Laminat. Vielleicht ist es ja. Was könnte es denn sein? Alles andere nur nicht kein Laminat. So, wir fangen an mit den Snacks und den Konserven. Die müssen im Bedarf auch relativ zusammenstehen. Süßigkeiten und Konserven. Nee, verkaufe Konserven in einem. Ach ja, hier in einem Geschäft mit Lebensmitteln. Okay. Da haben wir ja ein bisschen Qualität 2, aber Qualität 2 erfüllt ja auch Qualität 1. Also, brauchen wir Lebensmittelregale. Und wie haben wir denn die jetzt gemacht hier? Wir haben hier immer 5 gemacht, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, immer 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und auch immer 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben da immer so ein schönes, fettes Regal hingeklatscht. Da müssen wir dann auch gleich wieder ein Geschäft machen. Da kann ich den nicht auch einfach füllen lassen. Nach und nach. Wir bauen jetzt erstmal das auf. Hier. Okay. Dann nehme ich mal kurz den Boden. Mach mir hier mal schön meinen Bereich. Kann ich nicht hier so schon mal andeuten. Die Konserven sind ja auch da drin in den Holzregalen, oder? Ja. Mir kommt es immer so vor, wenn man rausscrollt, dass man schneller rüber geht, aber das ist eigentlich gar nicht so. 1, 2, 3. 4, 5. Ja gut, heißt der Lebensmittelregal. Dann verkaufen wir Qualität 2. Da arbeiten wir jetzt durch, weil ich glaube, Lebensmittel ist so ein bisschen das Heftigste mit. Noch. Ich würde hier auch gern zuweisen, schon ein Geschäft hier. Ups. Schon hier mal das Geschäft so zuweisen. Peng. Und hier das Lager zuweisen. Lager. Peng. Lager 36. Dann können wir, was haben wir gesagt? Wir brauchen Lebensmittel, Süßigkeiten. Lebensmittel, Süßigkeiten. Lebensmittel, Süßigkeiten. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wenn wir jetzt danach und nach alles durchgehen, dass ich irgendwie ein Produkt dann vergesse. Weil mehr Produkte, mehr Kunden. Weil wer an sich kommt, der vielleicht vorbei, weil er sich was Snacks kaufen will, was Süßigkeiten und sieht, oh guck mal, Spaghetti brauche ich auch noch, also kaufen wir noch Nudeln. Zum Beispiel. Ist ja so, ich gehe meistens, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich meistens nicht das ein, was ich einkaufen brauche. Also ich kaufe es schon, ich nehme es schon mit, aber meistens kaufe ich auch noch was anderes ein. Das ist bei mir auch immer schwer. Und eigentlich, ich bin eigentlich nur einkaufen gegangen wegen, zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen. Da wollte ich nur, Ding kaufen. Milch und, wollte ich eigentlich nur Milch kaufen. Milch und meine Flaschen zurückbringen. Was habe ich gemacht? Genau. Ich habe 45 € eingekauft. Aber da war auch sehr viel Naschzeug. Hatte ich nicht auch mal wieder Lust zu. Bisschen. Ein Naschschrank darf ja auch nicht leer sein. Weil wenn man dann was will, dann ist nichts da. So, Konserven. 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 Wir müssen nur darauf achten, dass wir hier nicht zu viel reinmachen, weil sonst verlieren wir unsere Qualität. Also 10 Felder maximal.
Und ja, 10 Felder maximal. Das heißt, vielleicht haben wir unser Geschäft sogar schon zu breit gemacht, glaube ich. Ich so 3x3 nicht aufgebaut. Wo läuft der denn hin? Das Regal ist doch schon da. Ich sehe es doch schon. Und so. Konserven. Jetzt haben wir hier einmal Konserven. Das würde ich mir gerne wieder markieren, indem ich einfach hier zack abreiß. Das wären jetzt aus nächstes Frühstücksflocken und Snacks. Frühstücksflocken. Lebensmittel und Snacks gibt's gar nicht. Aber das ist mir egal, weil wir bauen das trotzdem auf. Hier mit drin. Weil wir bauen das mit auf. Auch im Lebensmittelregal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben das Geschäft ein Ticken zu breit gemacht. 3x3 ja maximal, weil wir haben ja gemerkt, 10 Felder gehen. Mehr nicht. Und dann würde ich einfach sagen, wir machen das nämlich anders, da. Ne? Machen wir vielleicht mehrere Lebensmittelläden. So, hier müssen wir aber dann erstmal das Fundament 1 cutten. Hier drüben dann neu die Mauer ziehen. Zack. Wir sind 1 zu breit gegangen. Aber wir müssen das Fundament nach unten hin noch erweitern. Das ist ja jetzt schon ersichtlich. Okay. Wir könnten mal kurz die Zeit hochschrauben, dann passiert ja auch irgendwas. Wir haben ja eigentlich genug Bauarbeiter da. Ich habe auch extra ein bisschen das so ein bisschen verteilt, dass sie überall ein Ticken da sind. Hier unten kommt dann der Parkplatz wieder hin. Da ist ja auch noch genug Platz nach unten. Dann können wir nämlich vielleicht auch schon das andere Eck hier anschließen. Wir können dann richtig schön nach links erweitern, wenn wir das hier alles mal rausgenommen haben aus diesem fucking Ameisenhaufen. Alter, 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 Alter. Es schaut schon heftig aus. Wir brauchen aber das Fundament eigentlich noch einen Ticken weiter. Weil das wäre ein Ding. Müssen wir auf jeden Fall hier nochmal einen Ticken dran setzen. Das machen wir auch gleich. Zack. Ich habe es ja eigentlich ganz gut abgeschätzt gehabt. Zuweisen, das Geschäft hier tun wir gleich noch ein bisschen erweitern hier. Einmal nicht auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ist nur so eine Wanze. Zack. Zack. Es wird doch immer. Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen ruckelig. Heute ist es komisch. Heute ist es nicht so schlimm wie das letzte Mal. So, was hatten wir jetzt halt als nächstes beim Bedarf? Frühstücksflocken und Snacks. Okay, also machen wir hier Lebensmittel, Frühstücksflocken. Frühstücksflocken. Und mir kommt so vor, als ob wir wirklich zwei Läden machen müssen, um die Qualität 2 zu behalten. Frühstücksflocken. 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 Aber ich würde dann auch den Laden hier eröffnen, sobald wir das haben. Und drüben schon mal das Zeug abreißen, weil ich denke, da ist momentan doch ein bisschen ein Stau. Wir haben es ja gesehen, wie wir jetzt reingekommen sind vorhin. Da war die Hölle los, obwohl ja eigentlich, sagst du, okay, eigentlich dürfte hier nicht viel los sein. Da wir ja viel aus dem Geschäft rausgenommen haben. Was wäre denn passiert, wenn wir nichts aus dem Geschäft rausgenommen haben? Wir haben jetzt 1200 Leute gerade da. Eieieiei. 20 Uhr immer noch so viel. Ich glaube, ich habe hier. Ach ne, ich habe ja das andere abgerissen, deswegen passt das. Auf 31 müssen wir dann. 1, 2, 3, 5. Wir können unseren nächsten Boden ziehen. Und hier die Objekte reinsetzen. Wir dann auch gleich wieder das Eck machen. Ich mach mal langsamer hier. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Zack, zack, zack. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Geschäft geben mit Lebensmitteln.
Weil wir mehr als 9 Produkte haben in Sachen Lebensmitteln. Können wir auch gleich mal die Regale hinstellen hier. Weil ich weiß, wir brauchen die hier. Ich weiß, wir brauchen einen Laden mit frischem Zeug. Also wie frisches Brot, frischer Fisch und alles. Ich glaube, frischer Fisch an sich braucht einen eigenen Laden. Oder will einen eigenen Laden haben. Aber da können wir dann vielleicht sogar auf Qualität 3 gehen bei so eine kleine Fischhalle oder sowas. Das ist ja kein Thema, so ein Metzger. Das ist ja alles kein Problem. So, jetzt haben wir hier. Hier wollen die Snacks her. Hab ich gehört? Hier kommen die Snacks her. Snacks. 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 Oh Mann, das ist immer noch wirklich ein bisschen das Nervigste von allem. Das Auffüllen von Regalen oder halt das Zuordnen, was da dann rein soll. Nein. Snacks, keine Kekse, ihr seid noch nicht dran. Die werden aber voraussichtlich im nächsten Regal Platz finden. Snacks. Snacks. Hier weiß ich es fast. Mit den Kassen wird es ein bisschen kritisch, denke ich. Ich denke, hier brauchen wir mehr Kassen. Das könnte passieren. Aber es ist ja wieder begrenzt auf nur ein paar Produkte. Vielleicht. Es sind schon viele Kassen. Ich denke, das funktioniert dann schon. Okay, dann haben wir jetzt halt die nächsten zwei Produkte hier. Auch zugeordnet. Peng. Dann haben wir Kekse und Brotscheiben. Da gucken wir mal kurz in den Bedarf rein. Kekse gibt es Qualität 2 und die Brotscheiben auch. Und beide wollen nur ein Lebensmittelladen. Okay, das ist ja dann perfekt. Und bis jetzt noch keine Exoten dabei. Also, Kekse. 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 Warum ich übrigens die Geschäfte so mit dem Rücken an Rücken baue, also halt die Hinterseite, wo die Lager alle aneinander sind, ist, weil wir haben es ja schon gesehen, dass die dann voll eskalieren, die Zulieferer auf einmal. Und dann zum Beispiel unten beim einen Geschäft parken und dann zum anderen raufrennen. Das wollen wir auch nicht. Wäre dann total scheiße. Und die Kunden, die flitzen eh überall rum. Das ist ja der Ameisenhaufen. Und leere Regale wollen wir nicht. Irgendeinen Streik haben wir übrigens gleich. Zuliefererstreik, okay. Da wird es wieder ein bisschen eng. Mit unseren Läden. Mit unseren Lagern. Aber wir haben ja das letzte Mal gesehen, es hat ja ganz gut funktioniert. So, du bist jetzt die 31, genau. Ah. Deswegen schiebe ich die auch immer auf 100% hoch. Also hier bei den Kleidungen ist es jetzt schon kritisch. Das ist jetzt schon nicht wieder. Dann wird da echt viel gekauft. Wenn das Lager nicht hinterherkommt mit dem Auffüllen. So an sich schauen die Lager überall nicht mal so schlecht aus. Nö. Nö. Alles aushaltbar. Ich weiß ja nicht, wo die gerade die ganzen Zulieferer stehen. Da fahren ein paar rum. Hier steht komischerweise fast. Hier steht gar keiner. Hier steht wirklich gar keiner. Aber dafür, ich sehe auf jeden Fall etliche gelbe Autos fahren. Brotscheiben. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Brotscheiben. Ich sag ja, da werden wir auf jeden Fall noch ein Geschäft brauchen, weil wir das nicht alles in eins unterbekommen. Leider. Wir haben jetzt noch drei Sachen und dann haben wir Soßen, Reis, Nudeln, Tee und Kaffee und dann ist vorbei. Wobei Tierfutter. Weiß ich nicht. Ich schätze, vielleicht ist es wieder so, wo er sagt, ich will ein eigenes Geschäft, so ein Tierladen. Kann passieren. Kann passieren. Ich müsste mal schneuzen, aber meine Nase tut ein bisschen weh. Das Brotscheiben. Also, das hat einen Grund, warum meine Nase weh tut.
echt doof bin. Sagen wir es einfach so. Okay. Brotscheiben. Jetzt haben wir hier Brotscheiben und Kekse. Brotscheiben und Kekse. Das waren die nächsten beiden hier. Können wir hier auch wegtun. Jetzt hat wer eigentlich schon Soßen und Gewürze. Reis und Nudeln und Kaffee und Tee. Dann gucken wir mal kurz. Bedarf. Soßen und Gewürze. Soßen und Gewürze. Soßen und Gewürzen. Lebensmittelladen, okay. Soßen und Gewürzen. Reis und Nudeln. Lebensmittelladen. Und was andere? Kaffee und Tee? Auch. Aber hier ist eine sehr hohe Nachfrage. An Qualität 2. Die würden wir ja so gar nicht decken. Die würden wir so nicht decken. Wir haben ja keine 63. Wir haben ja keine 63 Dinger. Wir haben immer nur 25 rumstehen. Okay. Ja, hier. Kaffee und Tee macht den ist jetzt schon blöd. Kaffee und Tee ist jetzt schon blöd. Also wir machen mal Soßen und Gewürze und Reis und Nudeln. Kaffee und Tee ist nämlich dann schon blöd. Weil wir hier den Bedarf nicht decken. Aber wir machen ja eh noch einen Laden. 4, 5. Müssen eh noch einen Laden hinzufügen. Kurz einfach mal hier noch so einen dicken ran. Da können wir es dann nochmal verkaufen, rein theoretisch. Ich glaube, das werden wir auch machen müssen. Also wir verkaufen es in zwei Geschäften dann. Muss ich mir aber merken. Und ich merke gerade, weil ich ja meinen ersten Kaffee heute habe, dass ich vielleicht nochmal demnächst eine kurze Pause machen muss. Ein paar Minütchen. Ich halte noch ein bisschen durch. So, wir müssen auf jeden Fall hier, also Kaffee und Tee müssen wir auf jeden Fall nochmal in einem anderen Geschäft dann verkaufen. Weil wir hier in dem allein die Qualität 2 nicht erfüllen und das Angebot nicht decken können, also die Nachfrage nicht decken können mit einem Geschäft. Okay, wissen wir schon mal Bescheid, weil das ist nämlich eigentlich, kannst du sagen, schon fertig. Es ist schon fertig. Denn wir sind hier durch. Und Liefererstreik, der ist morgen. Und wir sind hier durch und hier können wir dann schon nicht mehr drauf machen, um die höhere Qualität oder um die höhere Qualitätsstufe zu erreichen. Heißt natürlich für uns, wir können hier gleich eigentlich das nächste Fundament weitersetzen für das Lager. Hier, zack. Das wäre das Fundament fürs Lager. Können wir gleich weiterbauen. Ich warte gerade auf Bauarbeiter eigentlich. Die ja hoffentlich irgendwann mal kommen. Machen wir jetzt Soßen, Gewürze und Kaffee und Tee rein. Aber Kaffee und Tee müssen wir nochmal machen. Reicht uns nämlich nicht. Den Parkplatz hätte ich übrigens genauso aufgebaut wie hier, nur spiegelverkehrt. Weil der reicht, der so wie er ausschaut, reicht der sehr, 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 sehr reicht der. Der reicht vollkommen. Hier bauen sie gerade fleißig, wunderschön. Wir können hier dann auch gleich das Geschäft zuweisen oder halt größer zuweisen, damit ich hier weiter hantieren kann. Okay, wir machen die Zeit wieder runter, wir haben ja alle Zeit der Welt. Soßen und Gewürze. 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 Das ganze Eck hier. Und dann können wir eigentlich die schon aus einem anderen Geschäft rausnehmen. Entlasten das noch ein bisschen. Weil da echt die Hölle los war in dem Geschäft. Das war schon ein bisschen krass, warum da so viel los ist. Ich weiß, wir haben mehr Kunden gekriegt seitdem wir das Geschäft das letzte Mal eingerichtet hatten oder gestartet haben oder halt fertig hatten, aber dafür haben wir immer wieder die Sachen rausgenommen.
immer mehr, immer weniger Produkte in dem Laden verkauft. Und Spezialisierungen angefangen. Also ein Laden, der halt dann nur Getränke verkauft, zum Beispiel und alles. Haben ja immer mehr Produkte rausgenommen. Deswegen wundert es mich, dass immer noch so viel los ist, obwohl sich die Produktpalette dort schon deutlich verkleinert hat. Und das wird übrigens auch wieder ein Laden sein, der Verlust schiebt, weil in den Lebensmitteln ist nicht viel Gewinn drin. Aber wir werden ihn trotzdem bauen. Ich könnte ja wirklich nur die Läden machen, die Geld ranbringen, aber ich glaube, dann kommen auch nicht so viele ran, die Kunden. Das wäre dann so ein zweischneidiges Schwert. Das ist weniger Verlust, aber auch weniger Einnahmen, weil weniger Kunden kommen. Aber hier geht es mir wirklich, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, um Gewinnmaximierung, weil ich ja die andere Qualitätsstufe mit abdecke. Fange ich ja an, diese mit abzudecken. Kaffee und Tee. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Und Kaffee und Tee. Wir müssen auch Tierfutter gucken und alles, wo wir das dann ein bisschen verkaufen. Wenn wir den Laden nicht dann fertig entlastet haben oder weg haben, jetzt werden wir auch abreißen lassen, komplett, gehen wir auch weiter an Fastfood etc. etc. Da müssen wir ja auch noch einen Fastfood-Laden machen. Weiß noch nicht, wie wir den machen werden. Anscheinend brauchen wir sehr viele Kassen. Da bin ich leider noch nicht so fit drin. Im Fastfood-Geschäft. So, und um Kaffee und Tee zu merken, würde ich Kaffee und Tee einfach mal stehen lassen und einfach jetzt hier nur die Soßen und den Reis abreißen. Kaffee und Tee ist ja immer noch da. Okay. Und das können wir dann alles abreißen, sobald dieses Geschäft hier unten fertig ist. Dauert aber noch ein bisschen, weil da brauchen wir noch, auf jeden Fall brauchen wir hier noch wunderschön die Kassen. Kassen, dann müssen wir es erstmal einräumen lassen und erstmal starten. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein Ticken größer werden. Wie viel, muss ich mal gucken. Ich mache das vielleicht auch so mit so Regalen, weil ich ja das gleichmäßig habe. 2. Okay. Und am Ende. Warte mal. Jetzt hätten wir ein Regal mehr. Aber bei 3. 4 Regale. 5 Regale. 5 Regale. Und zweimal den Boden. Also da, wo es dann rausgeht. Okay. Zack, zack. Wunderschön. Dann haben wir das fertig. Hier können sie eigentlich dann auch gleich das Fundament da drüben durchziehen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen viel bauen momentan. Aber wir haben ja doch eigentlich genug Bauarbeiter da. Ich hoffe mal, wie viel da jetzt da sind, zeitgleich. Die haben wir immer hier überall 3 Stück eingestellt. Wir haben ja kaum noch irgendwelche Gewinnprobleme. Wir ziehen den Laden auf jeden Fall durch. Der muss ja durchgezogen werden bis runter. Und das Straßennetz muss ja auch gebaut werden. Peng. Wäre die Straße und da kommen dann die Parkplätze hin. Und ich denke schon, dass wir hier überall Bauarbeiter haben. Personal. Bauarbeiter. 3 Stück. Personal. 3 Stück. Personal. 3 Stück. Personal. 3 Stück. Also haben wir hier immer 1, 2, 3, 4. 4 Stück da. Und irgendwo hier ist ja auch noch ein Verwaltungszentrum. Alles da. Genau. Und da haben wir sogar viel mehr Bauarbeiter. Also da wird schon ordentlich gebaut. Zuliefererstreik. Der Laden ist hier fast leer. Eieieiei. Aber deren. Okay, und die anderen Läden? Die haben noch ein bisschen. Die haben noch ein bisschen. Okay, aber der Laden hier ist leer. Oh, jetzt wird aufgefüllt. Okay. Der war leer. Der war leer. Leer, leer, leer. Leer, 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 leer. So, zuweisen. Geschäft. Zack.
Das ist ein bisschen blöd jetzt, aber naja. Kann ich jetzt nichts machen. Bauen. Also erstmal hier. Den Boden. Machen wir hier fertig. Zack. Türen brauchen wir dann auch noch. Habe ich das falsch? Es ist länger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay, gehen wir mit der Zeit wieder runter. Dann läuft es auch ein bisschen flüssiger. Kasse. Eigentlich müssten wir es ja so machen. Überall. Ich glaube, das machen wir auch so. Dann sollen sie in die Richtung anstehen. Zack. 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 Dann füllen wir noch alles mit wunderschönen, mit wunderschöner Ware auf. Können ja schon die Leute einstellen. Gleich, wenn wir das haben. Frage müssen wir auch noch zuweisen. Das machen wir auch gleich. Verwalte Geschäft. Öffnungszeit 0 Uhr. Dauer Close. Kassierer einstellen. Hier. Ein Kassierer. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Kassierer, 3 für Nacht. Also 3 will ich nachts da haben. 3 Frühschicht. Ne, 4 Frühschicht und 4 Spätschicht. Hätte ich jetzt mal gesagt. Dann müsste das vielleicht schon einigermaßen funktionieren. Ups, nein. Müsste das vielleicht schon einigermaßen funktionieren. Ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert. Und, wobei, wir machen noch einen und zwei in die Hauptschichten rein. Ihre, ich zeige unten an, ist auch in Ordnung, in die Hauptschichten hier. Peng. Genau. Nein, so, so wollte ich. Genau, mehr, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Hier stellen wir halt noch einen für die eine Schicht ein. Peng. Wie habe ich da nicht was verkackt gerade? So, 6. Ich glaube, ich habe mich einfach nur verzählt. So, jetzt haben wir 6 für die Frühschicht, 6 für die Spätschicht, 6 für die, 3 für die Nachtschicht. Ich mache noch einen für die Nachtschicht. Schichtplanung. Zack, Nachtschicht. Genau, jetzt haben wir 4 für die Ding. Lageristen. Das ist ja mir relativ egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro Schicht 2 hätte ich jetzt gesagt. Lagerist. Pro Schicht 2. Einfach. Dann müsste es schon funktionieren. Hoffe ich mal. Und wir müssen jetzt hier das Lager zuweisen, und zwar das Lager hier oben. Dann können wir jetzt hier noch ein paar Türen reinbauen und alles, das müssen wir auch noch machen. Die fehlen ja noch. Türen. Die brauchen wir ja auch noch. Personaltüren. Zack, zack, zack. Hier auch, da oben, damit das Lager immer schön aufgefüllt werden kann. Okay, einmal würde ich, glaube ich, hier nochmal wegreißen. Dann hier nochmal Ladezonen machen. Eine Ladezone mehr. Straße. Ah, okay, nicht so weit. Warte mal. Straße. Hier rum. Peng. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Ich habe wieder vergessen, das auszuschalten. Sorry. Hier und dann da. Noch eine Straße. Dann können die erstmal schön fett bauen.
Ich muss trotzdem jetzt mal eine Pause machen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es gerade echt nicht mehr aus. Wir machen hier auf Pause.